Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Kleines Technikvideo für alle, die auf 1100 oder 1150er Schwinge umbauen. Da haben wir ein kleines Kupplungshebelproblem. Das zeigen wir euch jetzt. Das Problem sieht man da. Da muss halt der Herr gehen, der Herr Johannes. Ist das eigentlich ein Pluskabel? Da, schau mal den Kupplungshebel an. Kommst du hin? Braucht man die Taschenlampen vom Wolfgang? Können wir mit einsetzen. Der Wolfgang steht da. Hier sieht man, wie es an der Schwinge fast anliegt. Und wenn wir das Motorrad jetzt vom Ständer nehmen und aufrecht hinstellen, dann ist es auch so, dass es Kontakt hat. Also das Problem haben wir bei den 1100 und 1150er Schwingen, dass der Pilz der Schraube dort anliegt. Und dieses Problem, das muss man bei den 1100 und bei den 1150 Schwingen manchmal lösen. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Steh auf, lauf vorbei. Oh, ich habe doch mal Werkzeug schon da, wo will ich denn hinlaufen? Der Wolfgang hat schon vorgearbeitet. Der hat da oben den Kupplungszug entspannt. Da könnte man echt ein ganzes Video machen, wie man Kupplung richtig einstellt. Mach ich leicht. So. Also schraubst du jetzt auf oder zu? Auf. Ich entspanne den Zug, um den unten auszuhacken. Das macht der Wolfgang schon. Willst du ein Werkzeug? Der hat den Kupplungszug ausgehängt. So, und ich schraube hier die Schraube locker. Wenn du da reinfilmst, siehst du das? Ja, die mache ich locker. Guck mal. Das dreht sich auch mit, oder? Nee, ja, aber das ist ja nur, dass du es sehen kannst. Ich kann das einfach so halten. Ne? Die war auch nicht wirklich festgezogen. Der Kunde, die liefern oft Motorräder an. Aber ich will mich da nicht beschweren. Es geht nachher auf meine Kante. So. Nee, aber ich kriege meinen Finger nichts mehr raus. So. Der Pilz, der stört. Der Schraubenkopf, der stört. Welche? Ja, dann zeige ich euch nochmal schön. Und das ist auch der modifizierte. Die Stufenmethode aus der AEVO. Kupplungshebel, der ist eingekürzt. Der ist auseinandergeschnitten und wird wieder zusammengeschweißt. Und das machen wir, weil wir den Motor weiter nach rechts schieben. Also der Motor liegt rechts ganz nach an, um das Rad weiter in die Mitte zu bekommen. Und deshalb müssen wir den kürzen, damit er nicht am Rahmen anliegt. Sieht man auch, der ist noch schön schmutzig, also war er nicht angelegen. In der Regel läuft es so, dass uns die Kunden die schicken und wir die kürzen. Das ist auch immer schön, ne, wenn man wieder das Teil zurückbekommt. So, jetzt habe ich die Schraube ausgedreht, die Kundamutter. Die Position haben wir uns, wenn gemerkt, wie die Kupplung eingestellt wird. Dann wird das hier abgetrennt, es kommt ein Schlitz rein. Hier, das zeige ich mir jetzt eh. So, das ist das gute Stück. Könnte man eigentlich auch in den Shop mit aufnehmen, mit innen im Bus, ne? Aber würde man nicht reinkommen. Mit dem Schlitz, das langt völlig. Die Position nehmen wir die gleiche, weil die Kupplung war eingestellt. Ich drehe jetzt mit dem Schraubendreher. Multifunktionstool? Ja, mit dem Multifunktionstool drehe ich das fest in die richtige Position. Jetzt fixiere ich das erst mit Schraubensicherung. Nicht sagen, welche. Könnten wir es auch verlinken. Auf das, ja, die verlinken wir, klar. Weil das ist so eine Schraube, an die Position kommt man so schlecht. Da finde ich Kickstarter irgendwie wegen overdressed bei dem Einbau. Overdressed. So. Okay, also ich habe das jetzt da reingeschoben wieder. Dann ziehe ich die nur jetzt mal handfest an. Ich mache die Naht fest. Jetzt stellen wir es erst ein. 200 mm Stockmaß. Da sieht man, den Platz braucht man, um den einzuhängen. Ne, ich sehe es nicht, weil die Kamera vor meinem auch ist so. Ich habe blind gearbeitet gerade. Ja. Und jetzt messen wir. Da musst du jetzt von da unten her.
Hier die 200. Von wo? Von der Aufnahme hinter zu unserem Hebel. Das ist die Grundeinstellung. Also die Schraube, Motorblock? Nee, die Kante nimmst du einfach. Die Kante. Ich gebe bloß ein tiefer, dass du es filmen kannst. Ne? Ja. Die Kante, also die Schraube ist jetzt auch nicht falsch, aber die Kante da, zu hier. Okay, ist jetzt angezogen. Warum steckt die Schraube von oben nach unten? Damit sie nicht runterfällt. Damit sie nicht rausfällt, genau. Weil da gab es nämlich Bolzen von unten nach oben mit einem Sicherungsring. Sehr fragwürdig, würde ich jetzt sagen. Ja, kann ich nicht mehr verstehen. Also was wir ganz oft haben, dass Motorräder kommen, dass die Leute sagen, die Kupplung ist verschlissen. Und das Motorrad geht fast nicht voran und das liegt bestimmt an der schlechten Kupplung oder an der vielen Leistung. Und oft ist die Erklärung ganz einfach. Die Erklärung ist einfach, dass hier komplettes Spiel fehlt. Ne? So, hier ungefähr 2 mm. Also hätten wir unten noch einen rausgekönnt. Aber die Kupplung wird ja enger. Die ist nagelneu. Und wenn die neu ist, dann wird das Kupplungsspiel weniger. Das darf man nicht vergessen. Das wird nicht mehr, es wird weniger. Und das müssen wir hier auch mit berücksichtigen, wenn wir so Motorräder zusammenbauen. Und da kann es auch mal sein, dass man das Motorrad bei uns holt, nach 2000 Kilometer die Kupplung dann schleift. Und da dürfen sich die Leute nicht beschweren. So, das wäre jetzt sauber eingestellt. Das sind 2,5 mm. Und dieses Spiel braucht man. Ja, und da gibt's wirklich Leute, die gehen mir da richtig auf den Sack. Ne? Das braucht man, das Spiel. So funktioniert eine Kupplung. Ne? Und nicht so oder da muss es schon gehen. Nein, da hinten. Die braucht für ein Spiel, weil sich das ja alles bei der Wärme ausdehnt. Hier einfach kontern, bitte, bitte, lass die Zangen in der Tasche. Da braucht man keinen Leatherman. Da hört es ja richtig, ne? So, das war's zu dem Thema. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, macht mich das richtig glücklich. Ist so. Mir hängt das auch unter diesen kurzen Hebel mit runter, dass man nicht einfach mal so viel fragen muss. Wenn ihr Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge oder irgendwas, was euch da irgendwie belastet, wo wir mal ein Video drüber machen sollten, dann sagt uns Bescheid. Tut aber die Krankenkassennummer mitschickt, dass wir das auch sauber abrechnen können. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel Schad von SWS Sports.